Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News mit mir, dem Herrn Weich. Ja, wir gucken jetzt mal hier in die News rein und da sehen wir was. Was sehen wir da? Was können wir denn da sehen? Da sehen wir ganz eindeutig hier diese Heavy AK-47, ja. So, ich gehe mal ganz kurz beiseite, diese Heavy AR. Und es ist genau so, wie ich mir das gedacht hatte. Die macht dann wirklich dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Ich glaube, 5 Schuss kannst du, glaube ich, machen. Also dok, 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 dok. Und dann dauert es dafür aber länger. Also, bis das Ding wieder einsatzfähig ist, dauert dann länger. Und dann kommt wieder dok, 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 dok. Also, ich habe es tatsächlich, wir haben beide hier davor gesessen, wir mussten so lachen, als wir das Ding das erste Mal wirklich in Aktion hatten. Aber die ist cool. Es ist nicht so, dass sie nicht schlecht ist. Also, sie ist cool, aber trotzdem irgendwie, naja. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Oder hier, Team Terror, LTM gibt es auch. So, jetzt sind wir hier im Item Shop. Und ja, es ist einfach nur mega krank. Es ist mega krank. Der Frostwing ist zurück. Ich drehe am Rad. Der Frostwing ist zurück. Ich liebe den Frostwing-Gleiter. Für mich nach wie vor der geilste Gleiter dieses Spiels. Ja. 10 von 10. Ganz eindeutige 10 von 10. Hammer. Ich liebe das Ding. Momentan ist es halt so, den hörst du halt echt ziemlich weit, aber das macht nichts. Ist in Ordnung, ich finde ihn cool. So, machen wir ganz kurz nochmal. Lassen wir nochmal aufpoppen hier. Wow, der Frostwing ist wieder zurück. Ich drehe am Rad. So. Ja, gucken wir doch mal die Bewertung an von euch. 4,62 bei 60 Votes. Das ist schon sehr aussagefähig. 20. September 2018 das erste Mal drin gewesen. 161 Reminders. Wow, das ist auf jeden Fall stark. So, und dann haben wir die Walküre. Und auch die finde ich richtig geil. Ja, die Walküre ist richtig nice. Auch hier hinten, da diese Flügel als Backpack. Und der gebe ich auch 10 von 10. Ich finde die nice. Ist auf jeden Fall richtig geil. So, und die bekommt hier von euch 4,21 von 5 bei 33 Votes, 193 Reminders, auch am 21. September das erste Mal drin gewesen. So, dann kommen wir zu etwas. Ja, ist der Overtaker. Und den finde ich jetzt nicht ganz so spannend, muss ich sagen. Also er ist cool, ja, aber er ist jetzt, ich finde jetzt nicht, dass es jetzt der Oberbringer ist irgendwie. Also ich gebe dem Ding 7 von 10. Gucken wir mal, wie sieht's denn aus beim Overtaker? Was habt ihr dem Overtaker denn so gegeben? 3,9 von 5 bei 39 Votes. Am 17. August 2018 ist er erstmal drin gewesen. 141 Reminders. So. Irgendwie glaube ich, das Licht hier anmachen, weil irgendwie erkennt er meinen Mund nicht. Keine Ahnung warum. Oder ich muss noch viel deutlicher reden. So, und dann haben wir hier den Cyclone. Und der ist auch richtig nice. Ich gebe dem 8 von 10. Und gucken wir mal, wie sieht's aus beim Cyclone. 3,45 von 5 bei 22 Votes. Am 17. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 21 Reminders gesetzt. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in der weißen Version. Und sieht dann folgendermaßen aus. Und ich finde, hat die gleiche Bewertung verdient. Dann haben wir noch den Whiteout. Das ist die weibliche Version. Ja. Und ich befürchte oder ich schätze schon wieder, ihr habt der weiblichen Version wieder mehr Punkte gegeben. Ich gebe auch der 7 von 10. Und dann gucken wir mal,
wie es aussieht. Ja, 4,195 von 5 bei 32 Votes. Ja, es ist immer das Gleiche. Nimm die gleiche Figur, mach der da vorne Brüste drauf und dann hast du schon automatisch mehr Punkte. So, 4,19 von 5, 32 Votes am 17. August 2018. 147 Reminders für das Ding hier. So, also, das wäre jetzt Whiteout. Jo, und dann haben wir hier den Pink Flamingo. Ich weiß, der sofort mag den gerne. Ja, und da haben wir tatsächlich einen Pink Flamingo. Ist eine. Ja, ich finde sie nicht gut. Ja, ich gebe der 4 von 10. Ich glaube, der sofort. Damals 7 oder so. 7 von 10 oder so. Das letzte Mal geben. 3 von 5 bei 7 Votes am 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 15 Reminders. Ja. So. Bullseye. Ja, und Bullseye ist einer der gefragtesten Skins, das weiß ich. Also ist irgendwo in der Top 10 der gefragtesten Skins dieses Spiels. Und ich finde den jetzt nicht wirklich so toll. Also ich gebe dem Ding vorsichtige 4 von 10, weil ich Angst habe, dass ich umgebracht werde, wenn ich dem 0 von 10 gebe. Und dann gucken wir mal Bullseye. Ja. Das ist allerdings verrückt. Also, das ist wirklich sehr, sehr verrückt, das Ganze hier, weil das Ding hat hier nur einen einzigen Vote abbekommen. 7. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Und 383 Reminders. Und das ist ziemlich krass. 383 Reminders ist ziemlich heftig. Also, ist Wahnsinn. So, also, das wäre der Bullseye. Dann haben wir den Sprinkler. Ah, ich muss immer ein bisschen rüberziehen. Sorry. Ich fange mal von vorne an. Ist echt ganz nice eigentlich, das Ding. Gucken wir mal. Sprinkler, dem gebe ich jetzt mal. Ja, ist jetzt nicht der Oberbringer, aber ist eigentlich ganz cool irgendwo. 7 von 10. Gucken wir mal, wie sieht's denn aus? 3 von 5 bei 6 Votes. 15. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen. 26 Reminders gesetzt. So. Und dann kommen wir zu einem der Behold. Und hier gehen die Meinungen wieder weit auseinander, weil ich finde den eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Und hab also, ja, ich finde den ganz cool auch mal. Und deswegen gebe ich dem auch 7 von 10, aber ich weiß, der ist nicht wirklich gut angekommen. 2,33 von 5 bei 6 Votes am 13. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 28 Reminders. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Blei. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.